Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein Flummi-Deck vorstellen. Ist zwar blau-weiß vom Aussehen her, aber wie ihr seht von den Karten insgesamt nur blau. Und es macht eigentlich genau das, was der Name sagt. Es basiert darauf, immer wieder Sachen ins Spiel zu bringen und wieder hochzuholen, um damit Effekte auszulösen. Deswegen ist die wichtigste Karte unsere... Wo ist er? Muss zweimal drin sein? Nee, der nicht. Da. Jorian, der Himmelsnomade. 4 zu 5 und noch ein drittes Mal drin als Gefährte. Wenn Jorian ins Spiel kommt, schicke eine beliebige Anzahl an anderen Begleitkarten, die keine Länder sind und die du besitzt und kontrollierst im Exil, bringen sie dann zum Beginn des nächsten Endsegments ins Spiel zurück. Das heißt, wir können ihn ganz oft wieder hoch und runter bringen. Das ist zum Beispiel sinnvoll bei der Feenmissetäterin. Wenn wir zwei davon haben, ziehen wir eine Karte, wenn sie ins Spiel kommt. Kommissar Gatos, wenn er ins Spiel kommt, bekommt er drei Leben. Wir können ihn tappen und bis zum Ende des Zuges ein Land, was wir kontrollieren, zu einem anderen Typ. Brauchen wir nicht, wir brauchen es hauptsächlich für die Lebenspunkte. Mauer des Vergessens, wenn sie ins Spiel kommt, milden Gegner vier Karten. Oben des Meeres, wenn es ins Spiel kommt, hält sich zwei, zieht eine Karte. Barin, tolarianischer Erzmagier. Wenn er ins Spiel kommt, bringe bis zu eine andere Kreatur oder einen anderen Planeswalker deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das sind als Endsegments und falls in diesem Zug eine bleibende Karte aus dem Spiel auf deine Hand gebracht wurde, ziehe eine Karte. Also gut zum Karten ziehen und gegnerischen Karten wieder loswerden. Bewohner der Gasse der Weisen. Immer wenn eine andere blaue Kreatur unter deinen Kontrollen ins Spiel kommt, mildert ein Spieler deiner Wahl zwei Karten. Das passiert hier dann einigermaßen oft. Vertreibungsmagierin. Wenn sie ins Spiel kommt, bringe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Wolkensippenseherin. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Tassa ist eine Kombination mit Jorian extrem geil. Solange die Hingabe weniger als 5 ist, also unsere Hingabe zu Blau weniger als 5 ist, ist sie keine Kreatur. Zu Binden ins Endsegment schickst du bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil und bringst sie dann unter dein Kontrollenspiel zurück. Also wir schicken ihn ins Exil, dann kommt er wieder zurück und dann schicken wir beliebig viele andere ins Exil und lösen den ganzen Spaß aus. Reiter der Stürme. Wenn er ins Spiel kommt, ziehe drei Karten und legt dann zwei Karten aus der Hand in beliebiger Reihenfolge oben auf die Bibliothek und der ist technisch gesehen unsterblich. Und zur Not noch Schloss Wandres. Wir können mit dem Hellsicht machen. Jo, das ist das Deck. Sieht, gebe ich zu, etwas unspektakulär aus. Kann aber sehr viel Spaß machen. Schauen wir mal, wie es so klappt. Unser erster Gegner heißt Jaxmax. Und das ist ein echt schöner 3-Mana. Wir können alles locker raushauen, dürfen noch eine Karte ziehen. Ziehe hier eine Karte. Ich denke, wir haben gute Chancen. Sagen erstmal natürlich ganz nett. Hallo! Hauen direkt eine raus. Ja, geil. So, wir können eine Karte nachziehen, weil sie ins Spiel kommt, wir eine haben. Dasselbe nochmal. Okay, das ist allerdings dann doch ein bisschen viel Mana. Ah, Mauerndeck. Okay. Ernsthaft? Noch mehr Mana? Alter, was ist los? Also das spiele ich zwar nicht spontan, weil können wir keinen Mana ziehen. Spiel kommt hier eine Karte. Bringen wir seine Kreatur dann. Genau, der ist toll, den brauchen wir nicht. Zug dann. Das heißt jetzt, klar, aber nicht so kann man spielen. So, ich spiele bringen wir seine andere Kreatur oder auf die Hand des Sitzes zurück. Falls nicht so ein kleiner Kratos, dann spiel auf der Hand zurück und ziehe eine Karte. Das heißt, wir können locker eine hiervon zurückbringen und dann noch mal eine Karte ziehen. Oh, ja, das fängt gut an. Schalte ihre Stärke zu und für Mana darf sie angreifen. Okay. So, wir greifen wie gesagt erstmal mit allen Leutchen an. Zack. Hat ja keine Reichweite. Von daher können wir drüber fliegen. So, wir nehmen jetzt ihn. Zack. Bringen uns eine zurück
Und das führt dazu, dass wir theoretisch jetzt zwei Karten ziehen können, weil wir spielen die aus, dürfen dadurch einziehen, weil wir ein Eichen hochgebracht haben. Am Endsegment ziehen wir noch eine Karte. Flummi halt. Daher der Deckname. Ja, mit ihm jetzt rockt er richtig. Ins Spiel kommt Schicker mit Liebe an zwei anderen kleinen Kandidaten, die keinen Land sehen, die ins Exil sind. Und dann kommen sie wieder zurück. Das heißt, wir ziehen einen Haufen Karten nach. Was sind wir gesprochen? Gegen das Schweden. Ja, den kenne ich, den finde ich geil. Und ob wir das nicht blocken. Wir bringen ihn allerdings zurück. Nennen der Magier. So, zack. Sie dürfen alles Mögliche hochbringen, was wir wollen. Angreif bringt ja eh nichts. Mit ihm können wir dann den wieder hochbringen und können quasi das beliebig oft wiederholen. Haben jetzt also extrem Cutthroat. So, jetzt einen Haufen Karten nach. Mit ihm bringen wir den zurück. So, Mana haben wir genug. Naja, eigentlich nicht. Stimmt, nächstes Zug dann nicht mehr. So, wir können nicht mal alles ausspielen. Ja, wir werfen eine Karte ab. Ich würde sagen, eine Insel, davon werden wir genug nachziehen. Ja, hätte man den zurückbringen müssen, nicht nachgedacht. Naja, gut. Nicht so kritisch. Die Engene kontrolliert die Hand, jetzt sitzt das zurück. Er dürfte jetzt eigentlich quasi so gut wie denselben Zug nochmal spielen. Allerdings hätten wir das Problem, wir hätten zu viel Landkarten, von daher ist es auch nicht ganz verkehrt gewesen. Ah, okay. Das brauche ich zu zeigen auch. Aha, okay. Ja, nächsten Zug haben wir dann 16 Angreifer quasi, also im Kampfwert. Das heißt, wir müssen ein bisschen was dagegen tun. Greifen nur mit dem Flieger an. Das dürfte keine Reichweite haben, ne? Gut. So, jetzt müssen wir halt überlegen, was wir machen. Die sind alle nicht allzu teuer. Der bringt 4 Mana. Wir haben 6 Mana selbst. Ich würde vorschlagen, damit wir nicht ganz tot gehen, der hier. Bringen den hoch, dann kriegt der nächste Zug nicht das extreme Mana, weil den ich tappen kann. Den könnten wir ausspielen. Machen wir vielleicht auch. Zur Not müssen wir den halt auffangen. Der Mildpacker tappen hier. Und wir holen uns natürlich noch ein bisschen Leben dazu. Okay. Jetzt wird er wahrscheinlich seinen Drachen ausspielen, damit er mit allen angreifen kann. Wird aber höchstwahrscheinlich nicht mit allen angreifen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir durchkommen. Das war dumm. Echt? Ja, genau. War nicht auch mein Gedanke, das war dein letzter Zug, dann wenn du so spielst. Ja gut, das war damit unser erster Sieg. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Unser zweiter Gegner ist I Miss Orsa. Ja, Orsa. Ja, der war schon cool, aber okay. So, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich denke, da können wir was machen. Hallo. Zack. Zack. Alles klar. Wir greifen erstmal nur an. Die können wir spontan wirken. Ich glaube, wenn ein Land kommt, werden wir uns dagegen entscheiden, weil durch die ziehen wir eine Karte nach. Ah, ein Anti-Deck-Tour-Deck.
Mit Geas Segen kann man fast nicht decktot gehen. Ja, wird schwer. Wir kriegen es auch trotzdem hin, denke ich. Ich meine, das ist nur eine Option. Ja. Ich überlege, ob wir die weglegen, damit wir zu unseren besseren Karten kommen. Ja, die können wir eigentlich weglegen, weil Decktod bringt uns eh nichts, wenn er Geas Segen hat. So, greifen wir erstmal mal an. Zack. Spielen wir die aus. Darfst nicht hin, zu wieder ein zusätzliches Land spielen. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor? Mit ihr können wir eigentlich Karten nachziehen. Ich glaube, auch wenn er die hat, machen wir es so, dass wir trotzdem erstmal den Kartenziehvorteil uns holen. So, wenn wir die nämlich schon wieder ins Spiel bringen, dürfen wir wieder eine Karte ziehen. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man sie dann nochmal zieht. Ist nicht schlimm, Leute. Die können wir wieder hochbringen. Bringt aber nichts, sehe ich gerade. Kämpf gegen Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, okay. Jetzt müssen wir überlegen, wir können die hochbringen. Dann kann er sie, muss er sie nochmal ausspielen, kann aber einen von uns killen. Ich muss kurz nachdenken, wir haben 5 Mana. Können aber eh nur 4 effizient nutzen. Das stört mich zu sehr, auch wenn der einen von unseren killt. Setzt er technisch gesehen den Zug aus. Das heißt, er kann das nicht beliebig aufmachen. So, die. So. Gegnerische Kreatur zurückbringen, zack. So, den bringen wir unter unsere eigenen Kontrolle in das Spiel und können ihn den auch noch hochschicken. Halt ein Flummi-Deck. Ja, ja. So, wir sollten allerdings gleich was ausspielen. Bolivia in seinen bleiben Karten, die keine Länder sind, die du sitzt. Gehen sie ins nächste Segment ins Spiel zurück. Ist eigentlich sehr sinnvoll, eigentlich zu jedem Zeitpunkt. So, den bringt eigentlich nichts, weil das kein Effekt, wenn das Spiel kommt. Das heißt, wir schicken nur die hier ins Exil und holen sie später wieder zurück dann. So, und danach schicken wir ihn wieder zurück und ziehen dadurch erstmal Karten nach. Jo, nehmen wir. Wie gesagt, das ist ein Flummi-Deck. Das ist nicht mega effizient, aber sehr lustig. So, zum nächsten Endsegment. Die brauchen wir nicht zwingend. Eigentlich reicht das nur ein von denen, oder? Ja. Das heißt, in sein Endsegment müssen die dann wiederkommen. So, wie viel bist du? 2 Waldstände denn dann? Und so weiter. Ja, dann Nissa kontrolliert, hätte er da noch was anderes machen dürfen. So schnell kann er auch keiner lesen. Er hat ganz schön viele Länder. Er weiß, dass er noch auf uns zukommt. Nö, kein Interesse. Und
Schaden nehme ich in Kauf. Ja, den können wir als Blocker eigentlich jetzt noch raushauen, stimmt. Erstmal ein Land. So, mit ihr können wir angreifen. Das ist die Frage, wie wir spielen. Wir haben 7 Mana. Ich hoffe, der zählt richtig. Machen wir einen kleinen Test. Ja, 7. So, mit ihren 4 Mana können wir den wegtappen. Was eigentlich ganz gut ist, weil wir wollen den Schaden nicht. Das heißt, wir haben 3 Mana zur Verfügung. Ich würde also vorschlagen, um einen Verteidiger zu haben. Oder wir lassen das mit den 4 Mana und opfern den quasi direkt als Blocker. Können wir auch machen. Vielleicht sogar besser. Das ist jetzt die Frage, unser Leben sieht eigentlich noch relativ okay aus. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil da müssen wir genug Mana haben, den noch zu spielen. Hauen wir die am besten raus. Oder? Nee. Machen wir wirklich so. Wir müssen ein bisschen Leben ansammeln. Das eine Mana heben wir uns jetzt einfach auf. So. Zack. So, wir könnten die jetzt hochbringen. Bringt aber nichts. So, die. Eine Karte ziehen, 2 Karten ziehen. Klar, dass ein Nissa kommt, ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Eigentlich sollen wir die Länder wieder hochbringen, muss das wieder aktivieren und so weiter. Jetzt kommt die mega fette Hydra raus, die ihn kaputt macht und unsere Strategie kaputt macht damit. Ach nee, der. Er stört uns aber auch. So, wir müssen auch mit beiden blocken, weil er trampelt. So, ein Land können wir durchaus nehmen und da ihn zum Hochbringen nehmen wir natürlich auch gerne. So, 8 Mana. Wenn wir noch das spielen können, aber das ist jetzt egal. Wenn ich den mit dem Magier hochbringe, können eigentlich auch jetzt wirklich mal hochbringen machen. Den können wir ja so lassen. Wenn wir mit ihr nicht angreifen, das heißt, wir müssen ein bisschen Strick aufbauen. Hand des Besitzes zurückbringen, lohnt aber erst, wenn sie auf 8 kommt. Wir haben 8 Mana. Okay, passt auf. Zack, hauen wir den raus. So, wir bringen den zurück. Hauen den raus. Bringen den zurück. Und das raus. Gucken wir mal, was wir kommen. Ja, ein Land ist, denke ich, noch gut. So. Jetzt greifen wir mit ihm an. Mal sehen, ob er Nissa opfert oder ob er mit seinen einen da blockt. Gut, er blockt. So. Mit denen nur hoch, wieder zurück und so weiter. So, jetzt können wir dann Haufen Zeug machen, das, dies und jenes. Den wollen wir behalten und den. Ja. Klar, dass er natürlich Nissa nicht geopfert hat, weil bringt halt viel.
Du hast doch eine ganze Krise. Hast du ein oder mehrere Magen auf einem kleinen Karton oder ein Spiel legen, wird das Tisch also doppelt so viele drauf. Falls du jeder ein oder mehrere Magen auf einem kleinen. Halb so viele, okay. Okay. Hat auch noch Eile? Trampelt und Eile. Bringt das. Aber das ist kein Unterschied, wir plongen jetzt einfach die. Das sind eh nur für Schaden, der Rest kommt gleich. So. Diesmal bringen wir den hoch, dann können wir neben dem nächsten Zug direkt ausspielen und dürfen eine Karte ziehen. So. Wen bringen wir denn alles hoch? Mal überlegen. Den. Nee, Länder haben wir genug. Huch, Entschuldigung. Länder haben wir genug. So. Schon gesagt, hast du genug Länder? So, 9 Mana. Kommt das Endtappen Spiel? Ja. So, 5 brauchen wir hierfür. Das heißt, wir haben 4 zur freien Verfügung. Wenn wir die jetzt effizient spielen. 1 Mana. 3 muss Magierin, zack. Bring die hoch. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ne, es bringt erst was, wenn wir möglichst viele andere hochbringen. Halt die Reichweite? Nö. Hinter den Schaden und lege ein +1/+1 auf die Eisenschirmhüter. Das heißt, das ist ein perfekter Blocker. Egal, die bringen wir gleich so hoch. Mal angreifen mit ihr bringt jetzt erstmal nichts. So, jetzt zack, kommt er wieder. Jetzt dürfen wir mit der Flumi spielen. Zack, zack. Zack, nur den Karten nachziehen. Ich beschränke das jetzt erstmal lieber auf 2. Ich will nicht einfach alle Deckkarten weglegen. Das heißt, die können wir weglegen. Die brauchen wir nicht nochmal. Das heißt, den dürfen wir tatsächlich noch wählen. Und den und den und den. Das hin? Ja, das haut hin. Flummi! So. Der dann später wieder. So, Planeswalker, hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Den können wir nicht hochbringen, der macht zu viel kaputt. Bei denen dürfen wir, müssen wir behalten. Ja. Obwohl, eigentlich ist es erstmal alles okay. Ja. Doch, so. Und ich habe gerade Magic zerstört. So, habe jetzt nochmal neu gestartet. Und wir sind wieder in der Partie. Schicken Libia zu einem kleinen Karten. So, was wollen wir denn? Wir wollen keine. In seinen Zug können wir theoretisch ein bisschen nachziehen. Das heißt, den können wir auf jeden Fall bestimmen. Er wird ja auch was spielen. Deswegen, ich bestimme jetzt einfach mal trotz allem die. Den, den, den. Wer will ich eigentlich nicht bestimmen? Ja, wirf eine Karte ab, das war geplant. Du. Ja, also wieder ein Deck gebaut, mit dem man das Spiel schrotten kann. Das ist mein drittes, diesmal habe ich es wenigstens auf Video, yay. Ja. Den Zug können wir allerdings nicht allzu oft spielen. Von daher mal gucken, ob das wieder ist. Ach, jetzt nicht. Jetzt hat er die leider gehabt. Er hat unsere schöne Strategie kaputt gemacht. Nö, blocken wir nicht.
Von wem ist das denn? Vom Magier? Ja. Machen wir trotzdem, weil wir müssten jetzt eigentlich genug Angreifer haben, um ihn zu killen. So, 2, 4, 6, 7, 8 plus 6 macht 14. Haben wir gewonnen. Du hast kein Mana mehr, du kannst nichts spielen. Oder hat Magic sich jetzt wirklich dazu entschieden, für immer? Achso, er muss abwerfen, stimmt. So. Ja, eigentlich lohnt es sich jetzt quasi gar nichts mehr zu spielen. Mach's aus Scherz einfach, weil wir das Mana haben. Ja, da hat er keinen Bock mehr. Ich muss nochmal angreifen, hätten den wir eh gewonnen. Ja gut, da habt ihr endlich mal gesehen, wie dieses Deck richtig funktioniert. Und wie ich Magic geschrottet habe, sieht jetzt auch unten, Goldstufe 4, da ist nur ein Balken. ja, wieder mal ein Deck, wo ich es gepackt habe. Cool. Okay, weiß nicht, wie die nächste Partie wird, aber so funktioniert eigentlich das Deck, so soll es auch mal funktionieren. Dass man, wie gesagt, ganz viele Dinge rausspielt, wieder hochholt, rausspielt, wieder hochholt, den Gegner damit quasi zu Tode nervt. Unser dritter Gegner ist Jamie35. Gut, wir haben zwei Mana. Für drei können wir dann ganz viel machen. Ich behaupte jetzt mal, das dritte ziehen wir bald. Dann passt das. Wir bleiben optimistisch. Nee, mit denen hier können wir dann zur Not ja noch ein bisschen gucken. Könnte ein Elfendeck sein. Sehr schnell, sehr stark. Erstmal Verteidigung und er darf ein paar Karten weglegen. Krasser Buff. Nee, ist kein Elfendeck, ist einfach ein Stärkedeck. Also schnelle Kreaturen raus, wenn die stark sind. Können wir mit Vertreibungsmagie relativ gut bekommen. So, ich würde vorschlagen, den, damit wir ein bisschen das Mill beschleunigen. Dann sieht man vielleicht auch mal, wie das Deck mit dem funktioniert, weil das Deck ist ja eigentlich nicht drauf ausgelegt, den Gegner mit HP tot zu machen. Obwohl das auch geht, wie ihr gesehen habt, sondern ihn tot zu millen. Klar, wenn er jetzt Gaias Segen drin hat, dann ist es eh vorbei. Weil dann, also zumindest mit Thema Millen. Weil Gaias Segen macht ein Deck immun gegen Deckzerstörung. Aha. Aber gut. Weiß nicht, ob das sinnvoll war, aber wenn er meint. Wir greifen natürlich nicht an. Sondern nutzen jetzt schön die Sache aus, dass wir, wenn wir blaue Kreaturen spielen, zwei Karten weglegen lassen können. Vor allem ein Spiel kommt. Ja, also müssen sie nicht spielen. Ich habe gerade spielen gesagt. Ich meine, wenn ein Spiel kommt. Das ist natürlich nicht das, was ich meine. So, schauen Sie an die Reiter stürmen, ziehe drei Karten, legt dann zwei aus der Hand wie ein Volk oben auf die Bigo. Mische ihn in die, wenn er stirbt. Okay, er ist quasi unzerstörbar. Also fiktiv. Er kommt wieder. So, jetzt kann man es so durfst. Du bist ein Zug sterben. Wie schaffst du jede Kreatur, die du kontrollierst? Spielen die meisten gern. Ist eine sehr krass übertriebene Karte, finde ich persönlich. Für 5 Mana? Ja. Eine Kreatur, okay. Ja, wir sollten eigentlich versuchen, an den Mana ranzukommen. Dann greifen wir mit einem an. Die anderen brauchen wir eventuell. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Hiermit haben wir, können wir ja schauen, wir brauchen einen Mana. Und das kommt tatsächlich nicht, also legen wir die weg. Und haben trotzdem keinen Mana gezogen. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Ja, das ist halt krass, weil die dann so mega stark werden. Oh, der hat nicht angegriffen. Ernsthaft schon wieder kein Mana? Jetzt haben wir keine Alternativen. Können mit ihm ziehen. Bringt aber uns nicht allzu viel.
Beste, wir bringen die Spinne wieder hoch, damit wir nächstes Zug ganz viele Probleme haben. Erstmal Milder aber, weil wir haben blaue Kreatur ins Spiel kommen lassen. Und dann bringt er den hoch. Das heißt, das macht er als erstes. Gegen Stahlverfahren wird er jetzt berechnet. Boah, das Ding ist so auf Brutalität gemünzt, ne? So, du bestimmt mit dem Angreifen daraus gelernt hat? Nee, tut er nicht, okay. Na, endlich. Dankeschön. So, wir können jetzt mit ihm zumindest einmalig erst einmal massiv stören. So. Erstmal mild er. Dann mild er nochmal. Okay. So. Jetzt bringen wir Planetkram zurück. Ich glaube, die ich zuletzt anklicke, kommt als erstes hoch. Das wäre von der Reihenfolge nämlich sehr wichtig. Wir werden es gleich sehen. Ah ne. Okay, die kommt gleichzeitig ins Spiel. Gut. Der müllt 4. Dann müllt er nochmal, weil Kreatur ins Spiel kommt. Und nochmal. Das passiert jetzt ein paar Mal. Deswegen sage ich, wenigstens ist das ziemlich geil. Wer jetzt jede Kreatur, die ins Spiel gekommen ist, sprich 4 Stück. Das mal 2 heißt, wir können 8 mal 2 müllen. Wir können auch Kreatur hochbringen, das war nämlich das Wichtigste. Kriegen nochmal Leben. So, wollen wir jetzt das Mana noch? Ja, für 6 Mana können wir nicht immer noch die 2 machen. Ja, machen wir so. So, Hälfte seines Decks ist weg. Der spielt ja so aggro, ne? Aber es gehen höchstwahrscheinlich auf den Sack, wenn wir genau das hochbringen. Berechtigterweise gehen wir das natürlich auf den Sack. Der Witz ist, wir müssen ihn jetzt auch jeden Zug hochbringen. Weil wir sonst das fette Problem haben. Wenn er mit 8 allein schon durchkommt, ist es viel. So, wir haben 6 Mana. So, wir spielen das zuerst jetzt so. Er ihn erstmal, damit wir mehr müllen können. Reihenfolge ist sehr wichtig. So, zack. Zack. So, und jetzt spielen wir ihn. Leider können wir den nicht damit hochbringen, wäre toll. Weil dann können wir nochmal den ganzen Spaß triggern lassen. Aber wir können zumindest seine Spinne ihn wieder hochbringen. Und damit den Zug verzögern lassen. So, dann müllen wir noch ein bisschen. So, wir können auch noch angreifen, weil wir haben eh nicht vor zu blocken. Und da hat er keinen Bock mehr. Ja. Das war der dritte Sieg mit diesem Flummi-Deck und ihr seht, es macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Es ist eine ganz, ganz seltsame Mechanik, die wir ja spielen. Allerdings, wie ihr seht, sie ist sehr effizient und ja, wenn man es richtig anstellt, kann man damit sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet auch solchen, genauso wie ich beim Spielen dieses Decks und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich das nächste Mal auch wieder sehen würdet, wenn ihr euch die Videos anschauen wollt. Und wie immer, nicht vergessen, wer es noch nicht hat, Kanal abonnieren, Like da lassen. Und Support kann man auch in der Videobeschreibung finden, was man machen kann, sowie auch die Beschreibung des Decks, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ich sage bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!